In so alten Weihnachtsbüchern, da beschreiben doch Erwachsene gerne immer, wie sie sich an ihr schönstes Weihnachtsgeschenk erinnern. Annegret an die Puppe, Gottfried an den Ball und Ben an die Dampfmaschine. So, und dann wird in blumigen Worten erklärt, wie Annegret damals von ihrem Vater, als er aus dem Krieg gekommen ist, aus der Gefangenschaft, hat ein Bein verloren. Der musste beim Tischler anschreiben, weil er sich Holz gekauft hat, was eigentlich für sein Bein gewesen wäre. Ja, er aber das nicht mit ansehen konnte und stattdessen da eine Puppe draus gemacht hat. Ja, und diese Puppe ist das Schönste, was sie Annegret jemals gekriegt hat. Die hat sie heute noch und die sitzt immer noch bei ihr auf dem Sofa und guckt sie an. Was heißt gucken? Da sind gar keine Augen mehr dran, aber sie fühlt das, dass sie guckt. So, wie sieht das in 30 Jahren heute aus, wa? Wenn Kevin sich an sein schönstes Weihnachtsgeschenk erinnert. Ja, wie damals sein Vater einen Tag vor Weihnachten vom Glühweinstand gekommen ist und um 23 Uhr bei Amazon noch den Lego-Todesstern bestellt hat und der Heiligabend 5.06 Uhr pünktlich vom DHL-Fahrer zur Bescherung abgegeben worden ist, oder was? Ne? Ja, sehr romantische Weihnachten, echt. Vieles, was sich Kinder und Jugendliche wünschen, gibt es gar nicht mehr. Das sind so virtuelle Geschenke, wie Guthaben bei Spotify und iTunes oder sowas. Ne? Also, da bist du nach 2 Minuten bist durch mit der Bescherung. Machen so auf, ja, schön, wunderbar, danke, klasse, super. Pff. Gucken alle wieder auf ihr Tablets drauf und ist alles wieder wie vorher. Ne? Mensch, was ist doch keine Weihnachten, wenn du nichts mehr auspacken musst. Draußen vor der Tür hat er seinen Schlitten geparkt. Seine Rentiere haben Pause. Im Saal ist das Licht erloschen. Auf der Bühne gehen die Lichtlein gleich an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist für Sie Ihr Weihnachtsmann des heutigen Abends, Santa Mommsen! Ja! Und hier ist er. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu mir, meiner Weihnachtsshow. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Abend so zahlreich eingefunden haben, um sich gemeinsam mit mir einen besinnlichen und lustigen Abend zu machen. Ja, wir wollen heute gemeinsam auf das Christkind warten und ich verspreche Ihnen, Sie werden sich am Ende des heutigen Abends auf das Weihnachtsfest freuen. Ja, auf das schönste Fest, was unser Kalender uns zu bieten hat, auf das Fest der Liebe. Schön, dass Sie da sind. Tja, was soll man sagen? Weihnachten steht nicht nur vor der Tür, es ist schon fast drin, oder was, ne? Weiß ja nicht, wie Ihnen es geht, aber es kam wieder sehr plötzlich dieses Jahr, oder was? Mensch, war nicht gerade Sommer? Oder zumindest das, was wir davon gehalten haben, oder was, ne? Jetzt sind die Weihnachtsmänner da. Aber also, ich meine, jetzt so langsam zum Ende der Adventszeit kommt man auch langsam wieder in Stimmung. Und bei mir geht es so, wenn erstmal die Kerzen an sind, ne? Dann kommt dieses Weihnachtsgefühl vom Bauch auch so langsam in den Kopf rein. Ne, und damit wir das hier auch heute Abend kriegen, mache ich jetzt auch mal eine Kerze an. Ne, das ist ein bisschen für die Stimmung und so. Aber da ist jetzt gleich die erste Weihnachtsfrage, die sich ergibt. Welche Kerze macht man an? Ne, da sind die Meinungen, gehen da sehr unterschiedlich auseinander. Ne, Frauen machen das ja meistens so, dass sie am ersten Advent die erste Kerze anmachen und dann wird das auch immer die bleiben. Zum zweiten kommt die zweite dazu, am dritten dann die dritte, am vierten, die muss so lange warten, bis sie dran ist. Ne? Männer können das meistens nicht aushalten, weil das so unegal ist. Das muss linear abbrennen. Ne, oder? Siehst du, die machen gleich am zweiten dann die zweite an, damit das dann sozusagen gleichmäßig brennt. Ne? Und die ganz schlimmen, bei denen geht das dann sogar so weit, dass die das abschneiden auch noch. Ne? Dass das richtig gerade sein muss. Ja, ich meine, im Grunde genommen haben wir auch schon eine ganze Weile Weihnachten. Ne? Also der Christstollen wird ja, glaube ich, schon nach Ostern gebacken, oder nicht? Wa? Und in den Supermärkten hast du ja schon Anfang September wieder die Spekulanten und Dominosteine und sowas, oder? Ja? Denn sagen immer alle, das kommt auch jedes Jahr früher. Das stimmt aber nicht. Das kommt jedes Jahr gleich früh. Es kommt uns nur früher vor, weil wir älter werden. Ja, deswegen ist auch ständig Weihnachten. Ja. Ne, ich meine, die Erklärung mit den viel zu früh verkauften Lebkuchenherzen ist schöner. Aber es ist wirklich so, wenn die verbleibende Lebenszeit kürzer ist als die, die man schon verbraucht hat, dann kommen Ereignisse immer häufiger. Und man redet mehr von früher als von demnächst. Und deswegen ist ständig Weihnachten. Man hat auch das Gefühl, ab einem gewissen Alter besteht das Leben nur noch aus Tannenbaum rein und Tannenbaum raus, oder was? Ja, eben. So, aber komischerweise Pfingsten ist nicht so oft. Schon mal aufgefallen?
Das ist auch ein Phänomen, oder? Ja, das liegt aber daran, weil man Pfingsten nichts kaufen kann. Ja, deswegen merkt man sich das nicht. Aber das kriegen die von der Industrie auch noch hin. Ja, irgendwann gibt es wahrscheinlich Heiligenscheinlampen für die Fenster, Pfingstochsen für den Garten. Und die Kinder rennen hordenweise durch die Fußgängerzonen, um sich den Heiligen Geist in Schokoladenform abzuholen, oder? Wir wissen alle, dass Pfingsten ist, warum wir das feiern, aber immer noch nicht. Das ist auch so ein Phänomen. Die meisten Leute wissen gar nicht, was das mit Pfingsten auf sich hat. Als der Pfingstmontag als Feiertag aber abgeschafft werden sollte, ne? Da ging ein Raunen durch die Gesellschaft, oder? Immerhin, mir ist es ja egal, was man glaubt und ob man glaubt, ne? Aber ich finde, wenn man einen kirchlichen Feiertag begeht, dann sollte man schon wissen, worum es sich dabei handelt. So, damit Sie das nächste Mal, wenn RTL in der Fußgängerzone auf Sie zukommt, nicht ganz so doof da stehen, ne? Kann ich es vielleicht mal ganz kurz erklären. Pfingsten kommt aus dem Griechischen. Das heißt Pentekoste. Also heute würde man sagen Quanta Costa, klar, aber... Ne, früher Pentekoste, das ist der 50. Der 50. Tag nach Ostern, also nach der Wiederbelebung von Jesus. So, da haben die Jünger den Heiligen Geist gekriegt. Jetzt fragen Sie mich nicht, wie die das damals gemacht haben. Also, da muss eine ganze Menge Weihrauch im Spiel gewesen sein, schätze ich mal, oder? Ob die da irgendwelche Prismen vor die Zelte gehängt haben, mit Klangschalen gewedelt, also ich weiß es nicht. Das muss ein richtig geiler Abend gewesen sein, echt. Weil die haben ja nicht nur den Heiligen Geist gekriegt, die konnten plötzlich noch 50, 60 verschiedene Sprachen. Einfach so aus dem Lameng. Ich meine, für so eine vollständige Erleuchtung, da musst du auf dem Esoterikmarkt richtig Geld für hinlegen. Naja, haben die einfach so mitgenommen. So, aber wo rede ich von Pfingsten? Wir wollen von Weihnachten. Entschuldigung, ich bin vom Weg abgekommen. Das ist bei mir genetisch. Ich schwiffer manchmal so ein bisschen. Ich bin so ein Schweifer. Ich schweife ab. Also das ist, müssen Sie mit abfinden. Das kommt ja nur wieder mal vor. Ne? So, wir waren bei Weihnachten. Wer ist denn schon in Weihnachtsstimmung? Wie geht's? Weihnachtsstimmung schon ein bisschen da? Oh, das ist aber noch sehr gedehnt hier, wa? Oha. Mann, ja. Ja gut, man muss zugeben, ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr so, dass man alle Türen vom Adventskalender auf einmal aufreißt, oder? Ja, und das immer hektischer werdende Leben hilft uns auch nicht gerade, sich aufs Weihnachtsfest zu freuen, ne? Ich frage mich mal, wo bleibt das, dieses ultimative Weihnachtsgefühl, nachdem uns alle sehen und nachdem wir unser ganzes Handeln im Dezember jedes Jahr aufs Neue aufrichten und immer diesen Stress beklagen, ne? Weil man will ja Weihnachten immer so haben, wie es früher war, als es so schön war. Das Problem ist, man weiß gar nicht, wie schön das war, als man klein war. Nee, weil wenn man klein ist, feiert man ja einfach nur Weihnachten, man fühlt ja gar nicht hin. Aber daran, wie man glaubt, dass es da war, misst man das sein ganzes Leben lang. Und deswegen kommt die hohe Erwartungshaltung, die kann man gar nicht befriedigen. Ich weiß nicht, wo im Leben bleibt das auf der Strecke, das Weihnachtsgefühl? Ist das weg, wenn man registriert, dass die Weihnachtsgeschenke nicht der Weihnachtsmann, sondern Mutti unter den Tannenbaum legt? Oder ist das weg, wenn man bemerkt, dass wenn man von Tante Gerda 50 Euro zu Weihnachten bekommt, dass das aber auch bedeutet, dass die Heiligabend bei dir auf dem Sofa sitzt? Ja, und ich höre dann ihrem Lachen, dass sie wissen, was ich damit meine, ne? Was? Eli, du. Ja gut, Weihnachten in dem Kreise der Familie ist nicht ganz einfach, das muss man zugeben, ne? Aber es ist doch Weihnachten, das Fest der Liebe, da gehört das dazu. Ne, und ich meine, mit ein bisschen Abstand betrachtet haben die doch auch was. All die Leute, die da auf dem Sofa sitzen, oder? Ich meine, dieses Zusammentreffen von Individuen, wo man denkt, die haben doch alle einen an der Waffel, nur man selber nicht, oder? So, und selbst wenn man sich sagt, das mache ich nie wieder, ne? Sind die nächstes Jahr alle wieder da, wirklich, ne? Das gehört sich auch so, wirklich, also... Gut, Weihnachten in der Familie ist echt nicht einfach, das ist klar. Ne? Früher in der Steinzeithöhle, da mussten die alle zusammen feiern. Ja, weil draußen die wilden Tiere warteten. Ne, heute in der Stubenhöhle ist das ja mehr oder weniger freiwillig, aber nicht weniger gefährlich. Ne, da warten draußen nicht die wilden Tiere, dafür war drinnen die bucklige Verwandtschaft. Und das ist man nicht gewohnt, weil wir leben ja nicht mehr im Rudel. Ne, Menschenmengen von mehr als einer Person machen den meisten Leuten Angst. So, aber Weihnachten kommen die zusammen. Das kann ja nicht funktionieren, ne? Ich sage Ihnen, gucken Sie in die Kerze. Das ist meditativ. So ein kleines Om zwischendurch und alles ist wieder gut. Ja, und dann haben die, wenn man sich, man muss sich einfach mal so ein bisschen daneben und sich das in ganz Ruhe angucken. Ne, bei uns zu Hause auch Tante Gerda zum Beispiel. Wir haben so eine Tante Gerda. Tante Gerda hat jedes Mal das Aufmerksamkeitssyndrom. Die muss in einer Tour rülpsen. Aber immer nur so verschluckt. So. Die kommen nie richtig raus. Nein. Und das macht sie auch nur, wenn jemand hinguckt. Wenn keiner guckt, dann haut die sich eine Praline nach dem nächsten rein. Wirklich. Und immer schön mit Ferne Branca hinterhergeschoben. Ja.
Oder Klosterfrau, natürlich nur aus medizinischen Gründen, sonst wird sie das ja nicht machen. Nein. Du, wenn die da auf dem Sofa sitzt und so mürrisch guckt, also wenn jemand guckt, ne, das hat echt was. Sich aber ansonsten wirklich ganz genüsslich auch den kleinen Lord immer reinpfeift. Also nicht das Getränk, sondern die Fernsehsendung. Sagt ihm was, oder? Kleiner Lord kennt ihr alle, ne? Ist so das Dinner for One für Weihnachten, kann man sagen. Ja, kommt jedes Jahr zu Weihnachten, für die das noch nicht gesehen haben, das ist diese Geschichte von so einem kleinen weisen Jungen aus Amerika, der ist Erbe von so einem kolzigen Lord aus England, gespielt vom Alec Guinness, ne? Ja, und der ist so richtig, so ein riesen Grummelpott. So, und der nimmt ihm in Amerika diesen weisen Jungen und dann macht dieser Junge mit seiner unnachgiebigen Art die Herzkammern von diesem alten Mann auf. So, und am Ende sind alle glücklich und feiern gemütlich Weihnachten. So, die Herzkammer von Tante Gerda macht der Film auch auf. Ja, aber sie kann das nicht zugeben. Weil das würde ihr jahrelang aufgebautes Image kaputt machen. Nee. Und sie weint auch die ganze Zeit, weil der Film sie so traurig macht. Findet sie aber gut, weil dann denkt sie, die anderen denken, sie ist ja traurig. Nee, und alle paar Minuten kommt dieser Satz, hätte ich mal auch so ein Enkelkind, dann würde mich mal auch einer besuchen kommen. Ja, ich sage, sie lachen, genau, so müssen sie da rangehen, dann geht das. Auch die andere Tante, Tante Regina, das ist die Schwester väterlicherseits. So, die muss sich die ganze Zeit aufstoßen, die redet aber die ganze Zeit von der guten alten Zeit in Bessarabien, wo sie als Kind immer Weihnachten gefeiert hat, ne? So, und je älter sie wird, umso schöner war das da in dieser öden Steppe am Schwarzen Meer, ne? Ich sage Ihnen, gucken Sie auf die Kerze. Echt, leider ist einmal im Jahr zum Üben zu wenig. Wenn du das ganze Jahr gewohnt bist, dass Onkel Herbert nach dem Essen die Hose aufmacht, weil sonst der Knopf abreißt, ne? Ja. Dann guckst du da irgendwann nicht mehr hin. So, wenn du das aber nur Weihnachten zu sehen kriegst, das steckst du nicht weg. Da musst du immer gucken, das zieht sich so magisch an, oder was, ne? So, wenn sich die Familie das ganze Jahr über nichts zu erzählen hat, dann wird nur, weil Weihnachten ist, das nicht anders sein. Die stille Nacht macht ja im Lied funktionieren. Aber schweigend nebeneinander sitzen kannst du nur mit guten Freunden, ohne dass es unangenehm wird. Und da gehört die Familie eben nicht dazu. Aber Weihnachten ist sie da. Deswegen reden auch immer alle und diskutieren immer die gleiche Chose. Also bei uns zumindest. Naja, ob die Blaumantanne besser riecht als die vom Nordmann. Ob man elektrische Kerzen häufiger anmacht als echte. Kommt auf Hawaii-Toast gekochten Schinken oder rohen Schinken rauf. So, und wenn denn erstmal der Steinheger gekreist hat, ne? Jo. Ha, den wird auch gerne mal vermintes Gelände betreten, ja. Dann kommt Politik und Erbschaft auf den Tisch und dann geht's richtig rund. Du sag mal, dieses Teeservice hier von Tante Erna, das, wo hast du das denn her? Das ist das teure oder was? Ne? Ja, oh, der geht aber richtig. Also, ich sage, nirgendwo wird der gesunde Menschenverstand so schnell geopfert wie Weihnachten in der Familie. Ne? Ja, aber warum machen wir das? Wegen des Weihnachtsgefühls. Und es lohnt sich wirklich. Das muss man einfach durchziehen, das nützt ja nichts. Apropos Weihnachtsgefühl, mögen Sie ein paar Kekse? Ich meine, rein äußerlich sträube ich mich ja auch immer davor, wenn die im September schon in die Läden kommen. Ne? Aber so klammheimlich freue ich mich auch. Guck mal, wenn die noch so frisch sind, so Dominosteine, oder? Die ersten Dominosteine. Oh, ich kann mich reinlegen, ehrlich. Ich zutzel ja das Gelee immer erstmal so raus. Ne, und schon mir denn das Marzipan für hinterher auf. Das Einzige, was ich mich jedes Jahr auf neue frage, ist, isst man die eigentlich hochkant oder quer? Ich weiß nicht, wie machen Sie das? Ne, ja, das sind doch Fragen, die hat der Sommer gar nicht zu bieten, oder nicht? Also von daher. Ne. Ja, ich hab mit Lisbeth gestern noch ein bisschen gebacken. Vielleicht können Sie einfach mal rumgehen hier. Können Sie gerne einen nehmen und dann geben Sie mal weiter. Ja. Ist für Sie hinten jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht kommen Sie nächstes Jahr ein bisschen früher. Dann, ja, wir haben gestern noch 4 Pfund Butter, ne? Also, oh, du, Lisbeth hat immer so eine Lust auf die. Die backt so gerne. Und du, der kannst du die Augen verbinden, die weiß genau, wann die Kekse raus müssen. Hammer, hammermäßig, echt. Ah, genau. Ist gemütlich hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen, du. Haben Sie denn schon Weihnachtsgeschenke zusammen? Nee? Ist ja auch blöd, wenn du die zu früh kaufst, weißt nicht, wo sie hingelegt hast, ne? Ja. Ja. Lisbeth hat noch nichts. Also zumindest habe ich noch nichts gefunden.
Ja, da, wo sie das sonst immer versteckt, da, ne, im Schrank, hinter den Aussteuersachen, du, da ist